Hey Freunde, herzlich willkommen auf Bandido TV. Heute taucht Kevin unter. Viel Spaß! So, hier bitte sehr, ein Erdbeereis für dich. Oh, danke schön. Guck mal, Mama, das ist riesig. Oh ja, ich sehe es. Komm, wir gehen zu der Bank dahin. Da kannst du das Eis in Ruhe essen. Okay. Oh Mann, heute ist mal wieder nichts los. Oh, ich hab schon wieder so Hunger. Gut, dass es hier super viele Plätze gibt, wo man auch Süßigkeiten kriegen kann. Hey, da hinten sehe ich auch schon Eis. Das ist so lecker. Das glaube ich dir. Aber komm, setz dich hin. Nicht, dass dir das Eis noch runterfällt. Ach Quatsch, Mama, das fällt mir doch nicht runter. Ich pass schon auf. Hey, mein Eis. Hey, was soll das? Pech gehabt. Ah, lecker. Ach, oh Mann. Kommt hier überhaupt irgendwann mal ein Bus? Hey, was soll denn das? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Es müsste doch hier irgendwo sein. Da, da ist es ja. Danke. Hey, Dieb, stehen bleiben. Oh nein. Hallo, ist da die Polizei von Bandido City? Ich wurde soeben beraubt. Mein Portemonnaie wurde gestohlen und ja, ich habe den Täter erkannt. Nee, na, das war doch eine gute Ausbeute. Und das war noch nicht mal geplant. So, jetzt erstmal ab nach Hause. Da esse ich in Ruhe das Eis und dann gucke ich mal, was ich heute noch so machen kann. So, endlich zu... Hey, Moment mal. Hä, was ist das denn? Scheint keiner da zu sein. Oder er macht nur einfach nicht auf. Er weiß bestimmt, dass wir ihn suchen. Das kann auch sein. Versuchen wir es einfach nochmal. Oh nein, die suchen mich? Ich will nicht schon wieder ins Gefängnis. Oh nein, was mache ich denn jetzt? Ich brauche irgendwie ein Versteck, bis die Luft wieder rein ist. Ich glaube, ich fahre zum Hauptquartier. Da bin ich erstmal sicher. Die Jungs verstecken mich erstmal so lange und sagen mir dann, wann ich wieder nach Hause gehen kann. Ja, das ist gut. So mache ich's. So, jetzt aber. Was? Oh nein! Hier sind auch schon Polizisten. Oh Mann, warten die jetzt überall, wo ich hingehen könnte? Oh, das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Was mache ich denn jetzt nur? Ich muss irgendwo untertauchen. Und ich habe immer noch so Hunger. Wo kriege ich nur eine Verkleidung her? Eigentlich müsste ich zum Shoppingcenter, aber da könnte ich auch ganz leicht entdeckt werden. Aber ich glaube, ich habe keine große Wahl. Ich fahre erst mal hin und gucke, wie die Lage ist. Vielleicht habe ich Glück und da ist keine Polizei. Dann tauche ich einfach in der Menge unter, hole mir ein paar neue Klamotten und dann erkennt mich auch keiner. Dann kann ich auch vielleicht hierhin zurückkommen. Ja, das klingt nach einem Plan. Auf zum Shoppingcenter. Na also, das Shoppingcenter. Na dann, gehe ich mal rein und suche mir eine gute Verkleidung. Na hä, Moment mal. Oh je, eine Streife. Oh nein, ich muss mich schnell verstecken. Oh Mann, das war knapp. Ich muss schnell eine Verkleidung finden. Ich nehme einfach das Erstbeste, was ich sehe. Hauptsache, ich werde nicht erkannt. Ah, da hinten ist schon ein Kleiderständer. Da kann ich vielleicht was finden. Ich schnapp mir einfach das Erstbeste, was ich kriegen kann. Also, irgendwie habe ich mir das Falsche gegriffen. Oh, so kann ich doch nicht rumlaufen. Ich glaube, ich muss nochmal zurück und mir was anderes aussuchen. Oh, noch ein Polizist. Die sind wirklich überall. Okay, dann muss das jetzt als Undercover-Kleidung reichen. Vielleicht finde ich auf dem Weg ja noch was Besseres. Und ich habe immer noch so Hunger. Aber ich weiß, wo ich jetzt erstmal hingehe. Im Portemonnaie, was ich mir geklaut habe, war Geld drin. Dann kann ich mir jetzt erstmal ein paar leckere Cupcakes kaufen. der Cupcake-Laden. Perfekt. Ich hole mir jetzt einfach ganz viel zu essen, dann warte ich ab, bis das hier alles vorbei ist. Das ist der perfekte Plan. Oh, Junge, das sieht so lecker aus. Damit bin ich eine Weile beschäftigt. Das wird ein Fest. So, dann holen wir uns mal ein paar Donuts für die Mittagspause. Ja, die haben wir uns auch echt verdient. Guten Tag, die Herren. Guten Tag. Wir hätten gerne 20 Donuts, bitte. Natürlich, einen Moment bitte. Das könnte einen kleinen Moment dauern. Natürlich, kein Problem, wir warten.
Hey, Moment mal, die Polizei. Oh, hoffentlich sehen die mich nicht. Auch wenn ich gut verkleidet bin, sicher ist sicher. Hey, Moment mal. Eine Braut ganz alleine? Und dann noch am Süßigkeiten essen? Na, hoffentlich ist da keine Hochzeit schiefgelaufen. Was ist denn, Toni? Ach, ich hab mich nur über die Braut da vorne gewundert. Ah ja, vielleicht sollten wir mal nachfragen, ob alles in Ordnung ist. Oh ja, das ist eine gute Idee. Wart mal du hier auf die Bestellung, ich frag mal nach. Alles klar. Nicht, dass da etwas passiert ist. Guten Tag. Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Ja, alles in Ordnung. Ich esse nur. Ist das etwa verboten? Nein, natürlich nicht. Ich hab mir nur Sorgen gemacht. Aber dann ist ja gut, wenn alles in Ordnung ist. Ja, alles gut. Kein Grund zur Sorge. Dann ist ja gut. Guten Appetit. Dankeschön. Puh, gerade noch mal Glück gehabt. Moment mal, aber eine Frage habe ich noch. Ja? Ich frage mich, wieso das Brautkleid aussieht wie eines, das heute erst im Einkaufszentrum geklaut wurde. Was? Ich weiß gar nicht, was Sie meinen. Ja, das wollen wir doch mal sehen. Hey, was machen Sie da? Ha, wusste ich doch, dass mir dieses Gesicht bekannt vorkommt. Oh, oh, nichts wie weg hier. Stehen bleiben. Toni? Ich habe alles im Griff. Warte auf die Donuts. Okay. Oh, wie läuft man nur in diesem Kleid? Stehen bleiben. Kevin, gib endlich auf. Niemals. Autsch. Hab ich dich. Schön liegen bleiben. Du bist hiermit verhaftet. Oh, Kleider sind nicht gut, wenn man rennen möchte. Das muss ich mir merken. Oh Mann, Kevin. Und das alles für ein Eis und ein Portemonnaie? War es das wirklich wert? Naja, irgendwie nicht. Wobei, das Eis war ziemlich lecker. Oh Mann, du wirst es aber auch nie lernen. Vielleicht kommt ja irgendwann doch noch der Tag. Aber bis dahin wanderst du jetzt erstmal ins Gefängnis. Deine Zelle ist bestimmt noch frei. Oh Mann, darf ich mich wenigstens umziehen? Erst nach den Fotos. Das sind alles Beweise. Och, Menno. Hey Leute. Oh Mann, was denkt ihr? Wird Kevin irgendwann seine Lektion lernen oder wird er auf ewig solche Verbrechen begehen? Schreibt doch mal eure Meinung in die Kommentare. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen möchtet, dann abonniert doch den Kanal. Einfach hier oben auf den runden Panda-Kopf klicken und schon verpasst ihr kein Video mehr. Und hier rechts sind noch weitere Abenteuer aus Bandido City. Schaut doch mal vorbei. Also Leute, bis zur nächsten Folge. Tschüss.